Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Visions of Mana. Ja, wie ihr hier seht, bin ich mal hier auf die Karte gegangen und da kann man schon alle Stockwerke durchklicken. Das ist vielleicht auch nicht ganz so uninteressant, dass wir wissen, dass höchstwahrscheinlich nur noch ein Stockwerk kommt, wo dann wahrscheinlich auch ein Bosskampf stattfindet. Jo. So ist die Sachlage. Also werden wir das Ding hier jetzt wieder aktivieren. Vielleicht gleich, wenn wir den Bosskampf triggern oder Vorbosskampf-Triggerung. Vielleicht noch einen XP-Booster da starten und Lucre-Booster, wie auch immer. Oder das Ding hier links zünden, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Mache ich jetzt gerade mal, wenn es noch klappt. Und mal gucken, ob wir den Bonus lange genug aufrechterhalten können. Mal sehen. Oder fahren wir automatisch mit? So, extra Lucre. Ich hau mir der Booster jetzt mal rein. Achso, das habe ich ja jetzt hier. Moment, machen wir den nach oben. Und den nach oben. So, extra XP, extra Lucre, wie auch immer. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Gas geben. So, irgendwelche spirituellen Powern sind hier voll strange, meinst du? So, und dann sind wir wahrscheinlich in einem Bosskampf mit 100 noch was Prozent extra Lucre. Jetzt geht's ab. Und noch ein bisschen extra XP und so weiter. Mega nice. Ich dachte, mein Mind was playing tricks, but no, there's something here. Quite the overwhelmingly oppressive presence. We didn't come this far underground to get scared off now. Show yourself. Here it comes. What beady eyes you have. That's not like any mole I've ever seen. Careful, everyone. Oh, geiles Boss-Design, oder? Fand ich jetzt ganz geil. So, machen wir den da. Ich hoffe, das klappt. Oh, da mal kräftig eine rein. Ist ja ein Wolfsmaulwurf. Leute, wir hauen den mal so richtig platt, oder? Was geht denn hier ab? Ja, ich ziehe die Angriffe hier mal voll durch und dann kriegt er eine KA-Angriffskombination auf die Nuss, oder? Schau die jetzt mal raus. Mach's gut, Junge. Wir sind einfach zu stark geworden. Alter, brutal. Lebt der noch? Er lebt noch, aber nicht mehr lange, oder? Was ist jetzt schon wieder los? Ist der immer noch unter Zeit? Ist der immer noch von der Zeit eingefangen, oder was? Okay, das ging schnell, oder? Wir haben gerade einen Storyboss weggebollert, liebe Leute. Jo, ging doch mal steil, oder? XP sowie Gold. Läuft doch. I'm no expert, but that looks like a mineral deposit to me. Perhaps Gnome's power isn't as weak as we feared. If the Earth still has life, then Gnome's gotta be around somewhere. Keep searching. What are you talking about? I'm right here! Woo-wee! Jewel Eater done gone and made a mess of this place. Gnome, I would guess? Now ain't that a sight for sore eyes? Alms, in my mind! What can I do you for? We were looking for you! What are you doing hiding out in a monster's lair? Did you want to get eaten? What do you mean, monster lair? This here mine is mine! Not my fault that Jewel Eater came and gobbled me up whole! Hang on! You were inside that thing? Glad we arrived when we did. So am I! Jewel Eater was sucking the earth dry of all his leftover mana power. Now that it's gone, everything ought to balance out. And I got a bit of the old pep in my step again. What doesn't kill ya, I guess? Whoa! Nap time's over, though. Time for me to resurface before another monster gets hungry, if y'all foller. Nee, nee, der soll bitte nochmal kommen. Da können wir schön XP farmen bei dem Boss hier. Das war ja jetzt Wahnsinn, oder? Wie wir den weggebollert haben. Was war denn das bitte?
Well, I'll be. You done dug up an elemental in the mines. Jumping grumpkins. People still live in Gutchu. Must have been underground for too long. I figured y'all left once the village was destroyed. Gutchu's seen better days, to be sure. But now that you're back, gnome, maybe... Sorry to say, but my powers just ain't what they used to be back in the day. About that, we actually came to ask for your help, gnome. The soil in Dede won't grow anything. If our jackseed won't sprout, we can't get up the cliffs and make our way to Elusia Isle. Is there anything you can do? Aha! So that's why y'all went out of your way to find me. Well, I hate to disappoint my fans. Rise and shine, my little earth spirits. These servants of mine need your help. Lend them a hand now, you hear? Does the ground seem warmer to you? Fire! That ought to fix your plant problem. Couldn't you have used this power to keep Gutchu from falling? I'm plumb tapped out of mana at this point, and without an alm to replenish it, well... Soil that once brought life turns all to dust and stone. What turns to stone stays stone, I'm afraid. Then... there's nothing we can do for Liza? Gutchu is gone! About time y'all quit worrying about the past and start focusing on the lands that still have a chance, if you ask me. It's time for you to go back to the Dede Cliffs. It's a long way yet before you reach the Mana Tree. A poignant reminder of our remaining responsibilities. Cheer up! Y'all are a beacon of hope to people like us. Word of the new Alm of the Moon managed to reach all the way out here. Huh? How did you hear about that town? Merchants travel here and there, bringing wares and stories alike. All I know is that for 16 years, there's been no Alm from a tarn. But if the parish can come back after so long, why not Gutchu? There may even be hope for dear Liza yet. Please, take care of Liza for me. You worry about yourselves. We can take care of our own. Give the goddess a holler for me! Time to head back to Dede. The jackseed should sprout now. Let's go back to the Dede Cliffs. Wait. How are we getting back over there? Nice. Genau, jetzt haben wir noch die Juwelenfresser-Geschichte da bekommen. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich dort, wo ich hin muss? Nee, ne? Nee, überhaupt nicht. Aber wir haben gerade noch ein bisschen XP und Gold. Das würde ich eigentlich gern jetzt nutzen, oder? Hallo, könntest du bitte deinen Special machen? Wie stark ist eigentlich hier Morley, oder? Das ist ja vollkommen Amok. Das ist wirklich komplett krank, oder? Wie der abgeht. Der ist ja förmlich nicht aufzuhalten. Der haut ja die Bosse darunter. Das ist ja der pure Wahnsinn. Auch jetzt diese Geisterweiler, die wir gemacht haben. Das war ja auch total krank, wie wir die jetzt angegangen sind. Und ich habe ja hier sogar noch was Defensives im Bild. Und ich habe noch nicht alle vier, oder was heißt alle vier, überhaupt mal vier Fertigkeitsslots für ihn. Das ist ja vollkommen krank, wie man den wahrscheinlich ausbauen kann. Jo, alles klar, Rot. Tschüss, Sikorski. Macht's gut. Ja, jetzt habe ich halt den Booster hier aktiviert, ne? Will ich jetzt eigentlich nicht verschenken. So, wo muss ich noch hin? Ah, da so rechts, so halb rechts. Keine Ahnung, wir schauen mal. Jo, läuft gerade ein bisschen krass, muss ich sagen. Wir haben jetzt schon 2-3 Bosse, die ich da direkt weggebollert habe. Aber jo, ich will jetzt auch nicht zwingend einfach den Schwierigkeitsgrad hochdrehen. Wir spielen halt auf normal, ne? Ist halt jetzt so.
Weil ich auch denke, dass wir jetzt auch schwer gut klarkommen würden, weil der Move hier so amok ist, da muss ich halt nur ein bisschen defensiv was gegen kontern. Also ich kann mich nur zwingen, ohne den Move hier zu spielen oder halt Morley absichtlich schwach zu spielen oder irgendwie schwach zu skillen oder sowas. Aber das kann es hier irgendwie auch nicht sein. Was ist das hier rechts? Ist das noch so ein Elementarit oder was? Da. Was geht da ab? Don't mind if I do. Achso, den kann ich noch nicht aktivieren, ne? So, wir hauen die Vasen um, ganz brutal. So, da oben wäre ja noch was. War das die Mine da oben, ne? Also die Ruine. Here's hoping for good fortune. Jo, nochmal ein bisschen mehr Kohle. Also Lucre müssten wir ja mittlerweile auch schon einiges haben, oder? Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Was habe ich da, Lucre? Was kriege ich da jetzt dabei? 300 oder sowas, ne? Jo. Na gut, da steht keine Gesamtanzahl. Ich weiß auch jetzt nicht ganz genau, was wir beim Boss bekommen haben. Ist das da oben die Ruine, oder was? Oder was ist das hier? Ja, ich würde sagen, hier hauen wir noch so ein paar Gegner weg und dann, ja gut, dann machen wir halt in der Story weiter. Oder wir gehen uns ins Staatsgebiet, einfach mal die geilen Waffen holen und laufen dann noch mehr Amok. Aber es macht ja auch irgendwie Spaß. Irgendwie ist das auch eine coole Heldenreise, wenn man hier die krassen Dudes dabei hat. Ja, man kann ja auch Fehler machen. Zum Beispiel gegen Level 50 Gegner dann umgehauen zu werden, könnte ja auch passieren. Weil die hier krasse Gift raushauen und wir direkt One-Shot sind oder sowas. Ist das möglich? Wahrscheinlich, ne? Oh, Alter. Wobei, das geht noch. Soll ich's mal versuchen? Sind alle vergiftet? Oh, jetzt sind wir entkommen. Das meinte ich halt. Das kann so schnell passieren hier. Das ist so nervig. Och, Leute, ist das nervig. Ich bin vergiftet, sterbe aber nicht direkt. Doch, jetzt sterbe ich. Help! Oh, nee. Jetzt ist schnelles Entkommen gut. Okay, wir lassen's. Ist ein bisschen Quatsch, ne? Da oben war aber nichts mehr zu holen, oder was? Ich laufe jetzt mal vorbei. Ja, man muss halt spätestens jetzt eine ordentliche Kampfkontrolle haben. Wenn ich die natürlich nicht habe, weil ich ständig da irgendwie an den Rand gedrängt werde oder so irgendwas, ist natürlich kacke, ne? Also wie gesagt, ich finde das eigentlich gar nicht so geil, dass wir jetzt... Achso, da oben war ich schon. Gut, okay. So, wo können wir hin? Wo muss ich hin? Wir sollen nochmal an die Anlegestelle. Jo, klar, logisch. Jo, ich bin jetzt gar nicht so großer Freund von dem schnellen Fliehen. Oh, hä? Was? Oh, try out the fairy flute. He should be able to hear it. Hab ich doch schon längst gemacht. Jetzt kommt das Spiel damit. Ja, die Gegner waren ja jetzt auch noch, was waren die, 25 Stufen höher oder sowas. Aber jetzt so nur noch 17 Stufen höher in dem alten Gebiet da, im ersten Gebiet, das traue ich, würde ich mir jetzt schon so langsam zutrauen. So, wo müssen wir denn hin? Ah, da steht ja schon was. Wunderschön, da müssen wir hin, echt jetzt? Was ist das? Die Endbruchklippen. Jo, können wir hin, auf geht's. Mücke, verpiss dich. Vor mir ist eine Mücke, die läuft vollkommen amok. Da gibt's aber Respawn, oder? Da gibt's wirklich... Je nach, Also gibt's immer wieder Respawn. Das, da habe ich doch alles schon mal eingesammelt. Das kann mir doch keiner erzählen. Also so ein Mini-Respawn an so Kleinkram, ne? Ja, jetzt sind wir aber echt mega im Game. Ja, und ich muss mich schon fast zwingen, jetzt ohne Morley zu spielen. Aber andere werden auch richtig stark. Das steht auch schon fest. So, wir müssen mal hin. Garnison, würde ich sagen. Jo. Da liegt auch irgendein Zeug noch rum oder irgendwas, was wir jetzt aktivieren können, was damals nicht ging. Aber ich halte mal die Klappe. Mit Gnome's Blessing, I think the soil will have enough power. It'll work, now that we have him on our side. I am prepared to climb if this fails. You do reap what you sow, as they say.
You heard the Queen. Be prepared for any outcome. Please. Na super. 2 Meter weitergelaufen, um dann die nächste Cutscene zu triggern. Aber die hätte ich wahrscheinlich schon weiter vorne getriggert, die andere Cutscene. We should attempt the watering ceremony one more time. Spirits of Earth, we beseech you, bring life forth from this barren soil. Guide the alms over the cliffs and to Elusia beyond. Val? Hina, I'll take care of your core stone. I swear. So ist es, auch wenn ich mich manchmal an Nebenquests aufhalte, ich komme wieder. Not many people venture this far. There may not be many methods of restocking our. Gibt's hier irgendwas Neues zu holen oder so? Also alleine die Skills, die neuen, wären jetzt so langsam interessant, ne? Me too. But Palamine is right. Aber die Truhe hier muss doch neu sein. Das kann doch nicht anders sein. Die wollen mich doch veräppeln, oder? Und was sind das für östliche Küste und westliche Küste? Was soll das? Kann ich da jetzt einfach hinlaufen, oder was? Ist doch auch neu, oder? Bin gerade irritiert. Yes. Naja. Welcome. Hast du vielleicht irgendwas Neues für mich? Nö, wir haben fleißig eingekauft, wie ich sehe. Traumhaft. Ja, Rüstung hatten wir ja zuletzt eine neue gekauft. Oder neue gekauft. Das war ja auch in Ordnung. What'll it be? Oh. Es gibt hier aber trotzdem Rüstungen, die ich noch gar nicht habe. Warum nicht? Die möchte ich aber haben. Kaufe ich jetzt mal. Kaufen ja. Nein. Kaufen ja. Ausrüsten. Nein. Kaufen ja. Ausrüsten. Nein. Ich will alles haben. So, fertig. Kaufen ja. Ausrüsten. Nein. Supergeil. So, alles klärchen. So, und dann dieser, genau, Bonbonhändler, der Allgemeinhändler. Ganz kurzer Moment, hat nix. Verkaufen, nee, so hier, was Neues. Na, das dürfte neu sein, ja, genau, die Juwelenfresser. Verteidigung und Magieabwehr plus 1. Ach, plus 15%. Ah, Leute, so langsam komme ich da nicht mehr dran vorbei, ne? Das sind schon krasse Sachen hier. Ich könnte alle Helden da krass pushen, ne? Naja, komm, scheiß drauf. Ach so, und die anderen neuen Skills, die wir haben, durch die neuen, Gegner, die aufgetaucht sind. Was geht denn da? Irgendwelche Beschwörungen, wehrlos. Verteidigung des Gegners. Was könnte das jetzt sein? Weiß natürlich keiner, ne? Pizza war doch neu, oder? Keine Ahnung, wo da die neuen Gegner jetzt auch. Ah, hier Basilisk zum Beispiel. Erdschaden. Das waren Spezialgegner. Verursacht Windschaden. Ah, hier, der Entensoldat. Explosion. Gewährt eine Chance, den Gegner zu verbrennen. Stille zu belegen. Heilendes Licht haben wir ja einmal. Ah, Statuseffekte zu befreien. Gut,
Machen wir mal sonst wann. Brauche ich jetzt nicht zwingend. Mich interessiert dann gerade noch was anderes. Und zwar hier die Ost- und Westküste und der Kram. Ach so, sind die nur da, dafür da, dass ich dann ganz schnell an die Anlegestelle komme oder was? Ja, das kann natürlich auch sein, ne? Ich dachte jetzt, da wäre irgendwie noch ein Gebiet oder so. Nee, ist okay. Ne, dann Garnison. Da ist ja auch noch irgendein Item, wo wir abkassieren können und dann machen wir weiter. Wo ist denn das Ding? Ah, hier irgendwie. Irgendwo. Hier hinten dran, oder? Was mache ich denn da? Hier hinten dran, dann um die Ecke, oder was? So ist es. Traumhaft. Gib mir was Schönes. Feeneichel. Nö, da würde ich sagen, ziehen wir direkt weiter, oder? Kürbismann habe ich ja, Kaktusmann habe ich ja hier schon gefunden in der Stadt. Beziehungsweise der war draußen auf dem Feld und dann würde ich sagen, geht's hier weiter. Story, bring mich nach oben, wir klettern nach oben, auf geht's. Alms, Soulguard. Milos Woods lies just beyond the cliffs. It is a vast and treacherous jungle. Within the forest you will find Verdius Burrow. Hidden home of the Sproutlings. It is one of them who will become the Alm of Wood. Once the Alm joins your party, you will be that much closer to the Mana Tree. You are well on your way to ensuring the survival of our world. Safe travels on the road to Elusia. Yo! A tiring trek it has been, but we have come far. It's all thanks to the spirits. Ever since Guju, I've been thinking about how we take their powers for granted in our everyday lives. True, but with the Alm's sacrifice, we can ensure that mana flows to the spirits of earth, fire, wind, water, the moon, and all the rest. Wow! Get a look at those trees! Verdius should be in view once we reach beyond this road. The Alm may have already been appointed. We'll have to see if we come across Orin or the Alm of Wood first, I suppose. Brace yourselves, everybody. Whoa! What kind of trees are these? I've never seen anything like them. The plant life on top of the cliffs doesn't seem to suffer from the same issues as the ones below. I suppose all of Elusia Isle is isolated from the lands we know. In fact, I wonder how the mana tree first came to flourish here. We're hot on Orin's trail now. Leave it to us. We won't let Orin keep Hina's core stone. Der Myloswald, wunderschön. Are the plants this weird because we're near the mana tree? That? Or it's because there aren't any people to keep the woods. Oh, 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 stimmt, meine Leute sind noch mega angeschlagen. Was geht hier ab? Wir sollten vielleicht mal irgendwas Sinnvolles machen. Oh Gott. Zum Beispiel sowas. Den Gisier der Drachen. Ah, ist genau wie beim Wind, läuft sie rund und macht dann so Flächenschaden. Das sieht aber auch cool aus. Was ist jetzt los? Oh. What happened to that big flower? Jo, irgendwie schon. Die hat sich gerade in Luft aufgelöst. Das kann man schon so sagen, würde ich mal behaupten. Ja, und von der Struktur des Spiels würde ich jetzt mal sagen, wir sind in der dritten Ebene angelangt, weil ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so leicht nochmal nach unten komme oder zurückkomme und wir wahrscheinlich, nehme ich mal an, weil ich schon mal mitbekommen habe, dass man irgendwie mal fliegen kann. Ich gehe mal hier hin, was dann passiert? Ah doch, da passiert irgendwas. Also kommen wir doch wieder nach unten. Gut, warum fragt mich dann das Spiel so von wegen, oh krass, willst du wirklich hier weitergehen? Keine Ahnung. Ich hätte jetzt vermutet, dass man so schnell nicht mehr zurückkommt und dass man da oben kämpfen muss. Don't let your guard down.
oder hier durchkommen muss. Oder wir haben vielleicht irgendeine Nebenquest weitergeführt, also Nebenquests jetzt ausgelassen. Das wäre natürlich auch schlecht, ne? Aber ja gut, die könnten wir auch spätestens im New Game Plus dann machen, was soll's, ne? Don't mind if I do. So, auf jeden Fall wird's jetzt hier interessanter, der ganze Krempel, denke ich nochmal. Wir machen echt schon krassen Damage, ne? Da geht's richtig ab. Liebe Leute! Und die XP steigen und steigen und steigen. Das ist der absolute Wahnsinn hier. So, hier kommt noch der Seitenspucker. Gut, Gegner werden oft recycelt, ne? Muss man schon sagen. Wenn ich auch so vieles immer gelobt habe, das muss man schon festhalten, dass vieles recycelt wurde. Wobei die Boss-Designs, gerade der Maulwurf-Wolf, da fand ich schon geil. Ich hätte ihn gerne länger gesehen als 3 Sekunden. Das wäre schon interessant gewesen. Leider ist der Schwierigkeitsgrad auf normal dann doch ein bisschen niedrig, ne? Aber ich will ihn jetzt nicht künstlich hochpushen. Habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Das machen wir dann, wenn es soweit ist, wenn es sinnvoll wird. Ich will das so spielen, wie es die Entwickler vorgesehen haben. Und wenn das normal ist, dann ist das normal. Weil wahrscheinlich ist bei schwer dann so, ja, nur eine gewisse Schadensart geht durch oder nur noch gewisse prozentuale Werte des Schadens gehen durch und so ein Kram. Und das ist dann ja auch nicht immer funny, finde ich. Aber Morley ist halt einfach zu krass. Was haben die sich bei dem gedacht? Jetzt mal ehrlich. Haben die mal gedacht, okay, wir machen mal einen Char, der haut einfach alles kaputt, oder wie? Weil es sonst keinen gibt, oder was ist die Theorie da hinten dran? Weiß auch keiner, ne? Ah, wunderschön. Bienenkristall, Seelenkristall und so. Haben wir das nicht noch gebraucht? Oh, Bienenkönigin habe ich doch schon gehabt, oder? Oder war das dann eine Wespenkönigin oder irgend so ein Scheiß? Keine Ahnung. Sollte ich dann nicht noch irgendwas für eine Nebenquest besorgen? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall machen wir im nächsten Part hier an der Stelle weiter. Schön gelevelt, wunderbar. Geht steil, mega nice. Level 31. Jetzt so langsam läuft der Laden aber mal so richtig. Wie gesagt, vielleicht noch eine Ausrüstungsstufe höher. Noch einmal Bärenhändler oder sowas. Und dann sind die Gegner im Startgebiet. Spätestens dann sind sie fällig. Also wahrscheinlich wären die jetzt schon fällig. Nehme ich doch mal an, jetzt so langsam sollte das doch schon möglich sein. So oder so, wir machen an der Stelle das nächste Mal weiter. Ich freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.